Leute, heute machen wir weiter mit. Erstens mal schmeiße ich meine Mini-NES vom Tisch runter, damit ein kleiner Controller so klein ist. Glücklicherweise ist nichts passiert. Heute machen wir weiter mit Double Dragon. Ich nehme gerade, das ist irgendwie abhanden gekommen. Darum spielen wir es heute einfach mal weiter, weil es auch bloß ein Port-Projekt sein wird. Double Dragon 2, so Range. Ich hab mir schon mal angeguckt. Das Spiel, glaube ich, ich weiß nicht, das ist guter Schwierigkeitsgrad. Ich würde mal. Ja. Gut. Story, gut. Ah, das ist ein Fighting Game, das dachte ich mir schon. Bam, die Fresse, Junge. Oh Gott, hat einen ernst Buchstaben. Wenn ich jetzt so gucke, macht er so einen Tritt. Wenn ich jetzt so gucke, macht er so einen Schlag. Ach du meine Güte. Also wenn ich jetzt sagen wir mal hier bin, macht er auf B den Schlag. Wenn ich mich so rum, macht er auf B den Kick. Hier macht er jetzt den Kick auf A. Und hier schlägt er auf A. Ach du meine Güte. Sind das Frauen oder sind das Schwuchteln? Frauen. Die ganze Frauen oder was? Oh je, nein, das ist unfair. Oh, ich hasse es. Die Steuerung ist echt zum Kotzen. Oh ja, es ist einfach zum Kotzen, dass sich die Controller-Sticks immer ändern. Nach oben, wie ich dachte. Ich bin oben. Oh ja. Oh ja, Alter, jetzt hör auf den Scheißding zu nehmen. Ja, ich hasse es. Nein, das ist dumm einfach nur. Messerwerfer, klasse. Okay. Los geht's. Kommt deiner Keule an oder was? Ja, kommt mit seiner Keule an, Junge. Oh, jetzt haben wir die Keule hoch und dann krieg ich auf den Sack, Junge. Das kommt ein Boss. Laut Musik zumindest ist genau. Komm, hau den Boss drauf hier. Yeah. Er kann sich kurz unsichtbar machen. Ne, wir haben besiegt, okay. Doch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Sarah's caping in the copper. We'll never make it. Wir sind zwei jetzt, the Heliport. Okay. Oh Gott. Übrigens, so ein Spiel, wo man ganz komisch springt. Spielt man noch mal. Ah, man muss beide Dinger drücken.
Also A und B gleichzeitig zu springen. Ist eine Gegenrinne gewesen. Ganz wichtig, ist eine Gegenrinne runter. Hätte man auch eine Leiter nehmen können. Besser sichtbar gewesen. Läuft doch relativ gut, ihr könnt gut voran. Zack, zack, zack. Ja, yeah, jetzt habt ihr auch so eine Stange, nice. Ultra Typen. Tschüss, Heli. So eine Art Überkämpfer, so eine Art Jackie Chan der Neuzeit, Leute. Alter, ich komm gar nicht gegen die an. Ja. Wenn ich den näher steig, greif mich an. Ja, Alter, der hat seinen scheiß Ninja-Stern. Mann, das ist unfair. Das ist einfach nur Bullshit. Oh Gott, der erste ist tot. Oh, sind beide tot. Klasse. Wir haben nur noch ein Leben. Halt an, you will never escape from us. Okay. Grasp. To Neo, feel it tonight. Battle in the helicopter. Ah, in the helicopter eingestiegen und dürfen jetzt den Helikopter verprügeln. Oh! Man kann also aus dem Helikopter rausfallen. Was war das? Das sind beide Game Over gegangen, klasse. Sind beide rausgetrieben worden. Okay. Man geht von vorne an. Okay. Die Spiel nicht mehr anfassen, glaube ich gleich. Oh, kann so einen Trip machen sich gerade. Die haben also auch so eine Art Move-Pool drauf, wie es aussieht. Yeah! Hey, cool! Thank you.
Naja, wenn ich nach oben drücke und springe, dann relativ große Drehattacke. Genau so. Oh, ich hab keine Ahnung, wie er die macht. Macht er übrigens auch jetzt. Ach so. Nee. Oh ja. Hallo Spiel, ich will doch mal was machen. Ey, ich möchte auch mal was machen. Scheiße, wenn man so eine Gegneranimation gefangen ist. Dann. Und ich hasse mal die Steuerung, dass die jedes Mal ändern tut, wenn man in eine andere Richtung guckt. Mit der Kette über hier beraten hier. Hm, der Movepool ist schon nicht schlecht, Leute. Was voraus, wie der funktioniert. Was? Oh, mit so ein bisschen Training könnt ihr vielleicht sogar weiterkommen im Spiel. Ja, der Astros ist echt der Witz der Nation, Leute. Kann ja gar nichts der Astros. Ja, toll. Na gut, Ich würde sagen, wir lassen es auch mal dabei sein hier. Das war Double Dragon. Wo man noch ein bisschen Tricks schon ausführen kann, jetzt bin ich gar nicht gewundert. Man hat doch irgend so ein Bein, wie so ein Wirbelkick hat man. Man kann halt direkt auf den Gegner zusteuern und kann auch in die das Loch fallen. Also hier so ein Kick. Oh, jetzt habe ich diese Lochfalle, kriege ich Lederpizza und sehe ich gerade. Mal gucken, wo bin ich eigentlich jetzt? Und auch tot. Okay, wie gesagt, im nächsten Mal machen wir dann mit dem nächsten Spiel weiter. Bis später.